Ja, hallo und willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Feed the Beast Light. Ich habe ja in der letzten Folge, wie man sieht, recht erfolgreich meine, ja, Wither-Skelett-Kopf-Farm, naja, zumindest fast fertiggestellt. Wither-Skelette spawnen schon mal wie die Wilden, nur noch keine Köpfe. Das Ganze werde ich noch ein bisschen nachschieben. Ich werde aber erstmal einen im Wegpunkt hinsetzen. Wegpunkt. Neuer Wegpunkt. Wither-Skelett Farm. Weil ich in diesen Folgen, die ich jetzt verhabe, noch ein bisschen was erledigen will. Ja, neue Wegpunkte deshalb, weil ich hier auf einem neuen Server bin. Also sprich auf einem neuen Server nicht, aber auf meinem anderen Rechner, wo eben die Wegpunkte nicht gesetzt waren. Deswegen muss ich das hier auch logischerweise wieder von vorn machen. Das will doof. Aber lässt sich nicht ändern. So, da unten die Kohle und ein Haufen anderer Mist. Aber nichts, was ich bis jetzt brauchen könnte. Also gehe ich jetzt erstmal. Weil ich will jetzt nicht meine Wand unnötig hier platt machen. Nur für das bisschen Zeug. Wäre ja Verschwendung. So, hier hinten war doch die Treppe, ne? Ja, hier. Alles klar. Treppe rauf. Hopp, 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 hopp. Ich habe nämlich noch ein bisschen was vor. Und entsprechend gehen wir dann mal zur Tür raus. Da ist das. Das heißt, dieses Portal kann ich erstmal wegnehmen. Wie ging das? Gehen, ne? Nee, geh nicht. R. T. T war's. Na gut. So. Erstmal hier durch. Landschaft wird heruntergeladen, da sind wir wieder. Willkommen zu Hause. Ah, ja, nicht ganz zu Hause, weil du ja hier ein bisschen beschwirbeln wirst. Was ist denn das? Das gelbe Portal. Ich habe nämlich noch was vor, noch was zu holen. Also kann ich aber auch genauso gut hier das gelbe Portal. Ich setze es wieder hier hin. Lässt sich nämlich leichter rauskommen hier. Hoch, genau. Hier hin. Es gibt nämlich noch einen Spawner, der noch da sein müsste. Den holen wir jetzt schnell. Ich hoffe mal, dass mit dem Laden hier vom Dings und so weiter und so fort klappt. Es wird natürlich auf jeden Fall so sein, dass das jetzt da wird. Und dadurch, dass man jetzt sowieso erst durchkam, ist logisch, dass das jetzt erst ein bisschen später lädt. Aber naja, okay, zählt ja nichts. So, hier hinten irgendwo war ja auch noch ein Spawner, soweit ich mich erinnere. Ich weiß noch nicht mehr genau wo. Müssen wir mal hingucken. Ich habe irgendwie vergessen, ganz vergessen, die Wegpunkte zu setzen. Aber naja, gut, ist egal. Wie gesagt, ich weiß auch die alten Wegpunkte nicht mehr, aber wir werden es schon finden. Ich glaube, der Dü durfte es auch mit seiner Monsterfalle da nicht abgebaut haben. Also mit seinem Anfang seiner Monsterfalle. Er baut da ja fleißig gerade dran. So, hier müsste natürlich... Ah, doch, hier. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass hier die Chunks noch fehlen, weil es hier so gerade runter ging. Aber nein, ist schon richtig so. So, ich gehe hier auch mal gerade richtig runter. Soweit gerade muss ich hier sogar... Ja, ja, okay, hier ist noch nicht. Hier ist ein Eingang. Ich glaube, hier bin ich richtig. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Nee, noch nicht ganz. Aber hier in der Nähe muss das gewesen sein. Und ich glaube, ihr wisst schon, wo ich hin will, ne? Da, wo ich den Massive Cobblestone gefarmt habe. Und ich glaube, wo war denn das? Ich hab's vergessen. Das hier war's aber, glaube ich, auch nicht. Nee, hier geht's zu tief runter dafür. Oh, guck mal. Kann in die Erde sehen. Da hinten ist die Mine, die wir aber, glaube ich, kennen. Die will ich nicht. Hier ist noch was. Was ist das? Nein, hier geht es mir auch zu tief runter. Ach, wo war denn das? Wenn man sich mal merken könnte. So, hier oben war ich, aber da ist noch eine kleine Mine. Da ist noch eine kleine Höhle. Vielleicht war das da. Hopp. Nein. Nein, nein, nein. Verdammt. Ich hätte es mir halt aufschreiben sollen. Ich suche jetzt mehr oder weniger... Ja, da oben sieht man übrigens den Dü, sein Werk, seine Monsterfalle. Die hat ziemlich gut gearbeitet. Wahrscheinlich hat er den Server auch eine ganze Weile laufen lassen. Anders kann ich mir nicht erklären, dass die so viel eigentlich geschafft hat in so kurzer Zeit. Oder er hat viel verschwendet. Na gut, das wird es wahrscheinlich eher sein. Wo ich mir mehr Mühe gegeben habe, hat er halt wieder mal Ressourcen verschwendet, was in dem Fall ihm Geschwindigkeit gebracht hat. Aber dafür hat er halt auch viel verloren, ne? Muss man dazu sagen. So, wo kann denn noch ein Eingang sein? Da ist noch ein Eingang. Aber ich glaube, den hatte ich schon. Sagt mein Jetpack, ist noch ein bisschen was drin. Nee, hier war es definitiv nicht. Hier ist es zu dunkel. Ach meine, oder hat er das Ding abgegraben? Wäre natürlich ärgerlich. Obwohl ich da nicht dran glaube. War das noch ein Stück weiter hinter?
Ich weiß es nicht mehr, Leute. Ich weiß es nicht mehr. Wenn ich mir sowas mal merken könnte. So. Irgendwo müsste dann, wenn dann hier ein Eingang irgendwo sein, den ich noch nicht gesehen habe. Schaut mal bitte mit. Hier irgendwo war das doch. Bin doch nicht doof. Mann. Das war aber nicht in dem Hügel hier. Bin ich mir ziemlich sicher. So, hier unten, da ist erstmal nichts. Überall ein paar Chunk-Fehler. Weiß gar nicht, woran das Lokal liegt. Merkwürdig. Sowas. Hier ist das nirgends. Verdammt, ich hatte doch den Hügel gehabt. Irgendwo muss das doch sein. Oder hat Dü das abgebaut? Das kann natürlich auch sein, dass das wirklich hier drin mit war und seine Turtle das mehr oder weniger ausgebuddelt hat. Wäre natürlich äußerst ärgerlich. Aber dann auch nicht zu ändern. Ich weiß halt auch nicht mehr, wo das war. Aber ich hatte das Teil doch extra da gelassen. Ich bin doch nicht blöd. Hier drin war es eben nicht. Da war ich ja schon. Wohl war das nicht ein Stück weiter drüben. Der Baum, der kommt, der sagt mir schon was. Bekannt kommt er mir vor, aber das nützt mir jetzt nichts, wenn ich diese blöde Höhleeingang nicht finde. Das ist er auch nicht. Das ist nur ein normaler Fels. Hier drüben, so weit drüben war ich noch nie. Nein, so weit hier hinüber bin ich nicht, aber hier an der Seite könnte ich noch gucken, ob da eventuell Eingänge sind. Vielleicht war es ja hier. Ich bin mir eben, ja, eigentlich zu 0% sicher, wo das war. Das Einzige, was angezeigt wird, ist die doofe Wizard-Skelett-Farm. Die kann ich mal kurz ausblenden. Wegpunkte, Wizard-Skelett-Farm aus. Okay, gucken wir mal weiter. Hier ist auch ein kleiner Höhleneingang, aber das ist nicht der, den ich suche. Wahrscheinlich hat es Dü wirklich abgebaut, der Heini. Das ist ein Vollhorst, wie er im Buch steht. Menu. So schöner Höhleneingang. Äußerst ärgerlich. Nö, hier unten war es auch nicht. Oh, Jetpack alle. Dann gehe ich erstmal zurück, das Jetpack aufladen. Und suche danach nochmal kurz weiter. Oh, von wegen aufladen, dann setze ich das Teil halt hier hin. Tschüssi. Oh, oh. Hab ja ganz vergessen, wo ich hier bin. Lalalala. So, schnell mal wieder abbauen hier. Okay. Und hier drüben. Hier drüben buddel ich mich mal kurz raus. So. Hep. Ach so, geht nicht. Weil ja oben drüber habe ich ja schon die Turtle stehen. Na gut. Dann weg. Und weil es ja eh gleich Nacht ist, werden wir dann, denke ich, doch erstmal, bevor hier unnötig Zeug spawnt. Das Teil hier raus. Genau. Und dann gehen wir pennen. So, erstmal Jetpack aus. Und wegen Jetpack aus. Hab mal wieder keinen Platz zum Jetpack ausmachen. Das Zeug raus. Jetpack aus. Wir waren ja auch die ganze Zeit da unten unterwegs. Und haben mehr oder weniger gebuddelt und gebastelt. Und da kam ich ja gar nicht dazu. So, das läuft. Ich könnte mir mal endlich wirklich mal einen Helm machen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich renne hier die ganze Zeit ohne Helm rum. Hier habe ich auch noch zu tun. Das Ding hier unten muss ich auch noch mal verlegen. Das dauert eh zu lang. Außerdem ist das ganze Wasser schon wieder weg. So, Eisenbahn. Komm, auf die Schnelle. Ein Eisenhelm. So. Was ist das denn? Ein Track Remover. Wer weiß, was das ist. Ich weiß es nicht. Ist auch egal. So, Eisenhelm haben wir. Das kann erstmal wieder hier rein. Gucken wir mal hoch. Draußen ist noch dunkel, das habe ich ganz vergessen. Wollte ja pennen gehen. Hopp. Bevor irgendwas doch in der Nähe ist, was uns stört. Muss ja nicht sein. Hopp. Einmal raus. Ja, das dauert seine Zeit, gerade weil der Messfabrikator läuft. Und außerdem war ja eh Nacht. Hätte ich eher dran denken müssen. Och, Menu. Ui, ist das ärgerlich. Ich will das Ding doch nur finden. So, na komm, bei 20.000 nehme ich es raus, das reicht dann.
Dankeschön. Oh, noch leichte Lecks, wie man gesehen hat. Aber macht nichts. Hauptsache 20.000 hat er. So, hopp. Einmal die Tür raus. Hier wieder rein. Und dann fliegen wir mal wieder nach oben und schauen uns nochmal kurz um. Ich weiß es eben nicht mehr, wo das genau war. Ich habe es mir eben nicht merken können. Ich glaube aber auch nicht, dass das hier in der Ecke war. So, hier war es nicht. Das war ja nur dieser Weg, den wir schon hatten. Dylans Höhle. Hm. Na gut. Vor allem, was soll das heute? Warum laden die Chunks heute nicht? Ich hab doch nichts großartig geändert, ne? Grafikeinstellungen. Schnell. Ja, nee, ist alles da. Optionen. Mehrspielereinstellung. Putsch. Optionen. Auch da nicht fertig. Grafikeinstellung. Oder hier war es doch, wo ich rein wollte. Vollbild. Sollte eigentlich ausstehen, weil es ist ja eigentlich auch aus. Hm. So, Weather on. Legometer off. Default Profil. Okay, fertig. Stimmt eigentlich alles. Wo war denn? Hm. Wo war denn das hier mit dem, Grafikeinstellung? Wo war denn das mit dem blablabla? Anaglyph-Effekt, das ist Blödsinn. Animation, OpenGL, Performance. Dynamic Updates on. Nee, das ist auch nicht das, was. Ja, ist egal. Was soll's. Manchmal ist Minecraft. Ihr kennt ja alle das Problem. Minecraft ist manchmal doch eine kleine Zicke. Und will eben nicht das, was andere wollen. Ich gucke nochmal hier dahinter, hinter den Berg. Vielleicht war es ja doch hier hinten, aber ich glaube eigentlich nicht. Hopp und hip. Bisschen schneller. Ach, wenn ich mir mal merken könnte, wo ich überall war. Nee, hier war es nicht. Oder hier? Ist das noch eine Höhle? Ich sehe es nur von Weitem, aber ich glaube nicht, nee. Na toll. Voll umsonst. Na gut, zählt nichts. Dann müssen wir eben auf diesen einen Server, auf diesen einen Spawner verzichten. Weil, wie gesagt, hier hätte noch einer sein müssen. Aber es kann gut sein, dass der wirklich weggebuddelt wurde und durch die Turtle eben zerstört wurde. Hm. Schade. Schade, schade, schade. Äußerst schade. Da ist nichts mehr. Lalalala. Nochmal ganz von oben einen Überblick holen. Kann ich ja mal so. Zack. Wenn man hier so in die Weite. Hep. Mal zwei Screenshots gemacht. Ist ja auch nicht mal nicht schlecht. Und dann fliegen wir halt nach Hause. Weil das, was ich suche, ist dann offensichtlich nicht mehr da. Oder zumindest nicht findbar. Insofern ist es Wurst. Also. Auf nach Hause. Da haben wir nämlich noch ganz andere Aufgaben vor uns. Auch wenn diese Folge mehr oder weniger, naja, verschwendet war. Weil das, was wir gewollt haben, eben nicht mehr zu finden war. Hm. Aber was soll's. Es könnte schlimmer sein. Zwei Spawner haben wir ja drin stehen. Die sind ja schon mal nicht schlecht. Und den Rest kriegen wir auch noch hin. So, einmal hier hoch. Schnell hier vorbei, weil das nächste, was ich jetzt bauen will, ist dann eben ein Recycler und ein Igneous Extruder mal wieder. Weil ich will hier unten die Produktion ein bisschen beschleunigen. Sieht man ja, der Mass Replicator arbeitet und arbeitet und arbeitet. Aber der Amplifier kommt meistens gar nicht so richtig hinterher. Und das ändern wir. Obwohl man jetzt sieht, dass er schon hinterher kommt. Aber na gut, auch meistens kommt er nicht hinterher. So. Insofern, hier der Igneous Extruder und ein Recycler. Das heißt, das steht jetzt auf dem Plan. Also gehen wir erstmal von dem Recycler aus. Da haben wir ihn. Dazu brauche ich einen Kompressor.
der einen Machine Block und einen Electronic Circuit beinhaltet. Ja, diesen Machine Block und den Electronic Circuit. Dazu brauche ich Redstone. Habe ich noch? Ja, kann stehen bleiben. Habe ich noch irgendwo Redstone hier? Nein. Hier drüben vielleicht. Zauberhaftes, Elektrik. Wertvolles. Nein, nein. Auch nicht. Auch nicht. Nun gut, dann wird es wohl so sein, dass ich in der nächsten Folge schnell auf die Suche nach Redstone gehe. Und wir sehen uns auch in dieser nächsten Folge wieder. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.